eigenes Dach über dem Kopf sind die klassischen Obdachlosen. Hinzu kommen Arbeitsmigranten aus Osteuropa, Flüchtlinge und immer häufiger Rentner und Alleinerziehende. Ich dachte immer eigentlich, dass man als Mutter mit zwei Kindern irgendwie nie auf der Straße sitzt. Mir wurde immer erklärt, dass man ja als Mutter abgesichert ist. Immer mehr Menschen in Deutschland finden keine bezahlbare Wohnung. 2008 hatten rund 250.000 Menschen keine eigene Wohnung. Die Prognose für 2018: 1,2 Millionen Wohnungslose in Deutschland. Während die Politik darüber streitet, was zu tun ist, wird der Druck auf die Betroffenen immer größer. Die, die draußen schlafen müssen, brauchen dringend warme Winterschuhe, Schlafsäcke oder Isomatten. Gegen die Erfrierung hilft jetzt auch kein Optimismus mehr. Irgendwie die eisige Kälte überleben. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt werde die Situation wohnungsloser und damit auch die Organisation von Kältehilfe immer schwieriger. Die kalte Jahreszeit könnte für die hier lebenden Menschen den Tod bedeuten. Wenn es einfach nicht gut wird, obwohl es lange währt, wenn sich das Licht sich zur Dunkelheit kehrt, wenn der Schrecken ohne Ende einfach kein Ende nimmt, wenn das Glück nur Scherben bringt, wenn sich alles Positive ins Gegenteil verkehrt, was ist dann das Leben noch wert? Hallo und herzlich willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt und Interesse an diesem Video habt. Dieses Jahr etwas verspätet. Ich habe schon viele Mails, Nachrichten über YouTube, Facebook und auch den einen oder anderen Anruf erhalten, was denn dieses Jahr mit der Obdachlosenhilfe ist. Und sie wird selbstverständlich stattfinden, aber mit einer Verzögerung. Und warum, erkläre ich euch auch. Wie ihr wisst, oder wie einige wissen, wurden mir zwei Kanäle auf YouTube geschlossen. Einmal mein Zabulon-Kanal und dann letztes Jahr den Dampfgeschichten-Kanal. Auf diesen beiden Kanälen hatte ich ja die letzten Jahre aktiv Obdachlosenhilfe gemacht. Und wenn man keine Kanäle hat oder nur neue Kanäle mit wenig Abonnenten, macht es relativ wenig Sinn, den Versuch zu starten, was auf die Beine zu stellen. Ich habe lange gehadert, ob ich es mache oder nicht, und es ging immer mehr Zeit ins Land, und umso mehr Zeit ins Land ging, umso schwieriger war es für mich auch, ich sag's mal auf gut Deutsch, den Arsch hochzubekommen, sich zusammenzureißen, sich zu überwinden und zu sagen, egal was passiert, ich mache es trotzdem, denn das Nichtmachen würde bedeuten, dass die Obdachlosen halt ein bisschen weniger Hilfe bekommen. Es ist klar, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, es ist eine Geste. Aber ich denke, gerade im letzten Jahr, wo wir zwei Tage am Bahnhof zugestanden haben, ihr seht ja im Hintergrund ein paar Bilder durchlaufen, haben wir, glaube ich, viele Menschen für ein paar Minuten, für ein paar Stunden vielleicht nicht glücklich gemacht, aber zufrieden aus ihrem armen Alltag herausgerissen, haben ihnen einen warmen und einen vollen Magen verschafft, vielleicht den einen oder anderen Schlafsack, ein paar Mützen, Schals, was wir ihm taten, eine Tüte mit Naschen, Süßkram und Obst. Ja, wie gesagt, soll auch wieder stattfinden. Wie groß und in welcher Form, das weiß ich noch nicht. Da sage ich ganz einfach mal, das liegt ganz allein in eurer Hand. Ja, im Januar, beziehungsweise Anfang Februar, wird das Ganze dann stattfinden. Geplant ist von mir soweit erstmal so wie im letzten Jahr auch, dass wir ein, zwei Tage stehen, vielleicht sogar drei Tage. Oder dass wir vielleicht sogar zwei Standorte haben, einmal am Bahnhof zu. Und einmal Bahnhof Lichtenberg oder Hauptbahnhof, je nachdem. Das liegt an euch, an euren Spendengeldern, was wir davon realisieren können. Ich habe das ganze Jahr aus meinem Dampfershop einen Haufen Preise immer wieder rausgenommen. Wenn ich mal den einen oder anderen Euro übrig hatte, habe ich auch ein paar Sachen gekauft. Ich habe noch aus der Zeit, wo ich noch das Ladengeschäft hatte und auch mit Insolvenz und Konkursware gehandelt habe, noch den einen oder anderen Posten gehabt, wie die Kaffeemaschinen, die Angelsets, die IKEA-Tischlampen und ein paar andere Sachen auch. Ich habe ja schon ein Video gemacht, wo ich euch die Preise vorstelle.
und diese Preise werde ich unter den Spendern auslosen. Das war schon die Frage, das Video ist ja schon ein paar Tage online auf meinen drei Kanälen, wann es denn losgeht. Ja, im Prinzip in dem Augenblick, wo ihr jetzt dieses Video seht, könnt ihr quasi spenden. Und zwar ist dafür ein extra Money Pool eingerichtet, ist auch schon eine Spende eingegangen in Höhe von 30 Euro. Für die bedanke ich mich mal schon ganz herzlich. Ja, wie funktioniert das jetzt? Ich habe lange und hin und her überlegt, wie man das am klügsten macht. Ich wollte erst eine Tombola machen, also die ganzen Sachen auslosen. Dann habe ich mir gedacht, das ist ja blöd, wenn jetzt ein Hundefreund oder ein Katzenfreund einen Fischfutterautomat gewinnt und ein Aquarianer, also ein Fischfreund, bekommt dann eine Tierbürste oder eine Leine oder was auch immer. Das würde nicht viel Sinn machen. Zum anderen möchte ich natürlich auch gerne die Spender belohnen, die es möglich machen, eine etwas größere Spende zu spenden. Und ich habe überlegt, wie wir das denn so machen. Ich werde die Spender oder die Spenden so verteilen oder so auslosen, dass diejenigen mit den höchsten Spenden sich quasi aus dem Lospool oder aus diesem Preisepool von 70 Preisen jeweils einen Preis aussuchen können. Ich sage das einfach mal, wenn es einer ist, der die höchste Spende hat von 100 Euro, dann darf der als erstes sich was aussuchen. Der zweite mit 90 Euro darf sich den nächsten Preis aussuchen. Der nächste mit 80 Euro darf sich wieder einen Preis aussuchen und so weiter und so fort. Mal schauen, ob alle Preise weggehen. Ich hoffe, dass Minimum so viel Geld hereinkommt, wie der Wert der Preise ist. Sonst macht es relativ wenig Sinn, um an dieser Tombola oder an diesen Preisen, an diesem Gewinn mit teilzunehmen, habe ich einen Mindesteinsatz gesetzt von 10 Euro. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr es nicht anders könnt, kleinere Beträge spenden. Ich werde dann nachher unter diesen ganzen kleinen Spenden, die alle unter 10 Euro liegen, nochmal eine kleine Auslosung machen, weil ich weiß, es hat halt jeder nicht so dick. Aber um hauptsächlich an dieser Verlosung teilzunehmen, 10 Euro. In diesen 10 Euro sind auch die Versandkosten mit drin. Ich werde dann einen Teil von diesem insgesamt gesammelten Geld natürlich verwenden müssen, um die Sachen auch zu versenden. Verpackungsmaterial, Aufkleber, Paketband und Kartons, das und Drucker, Tinte oder Toner, das wächst alles nicht auf den Bäumen, das verursacht Kosten. Und bei 70 Paketen alleine das Porto ohne die Verpackungskosten, also das ganze Material, da kommt schon eine stattliche Summe zusammen. Das kann, muss ich aber ehrlich sagen, will ich nicht auch noch aus eigener Tasche stemmen, weil ich denke, ich habe jetzt hier mit den Preisen genug vorgelegt. Es ist nicht so, dass ich im Geld schwimme, sondern ich mache auch ganz genau jeden Cent umdrehen. Aber ich habe halt das ganze Jahr immer wieder ein bisschen was rausgetan. So hat sich das gesammelt, nochmal geguckt, was kann man noch aus alten Beständen, was ich noch habe, so mit in die Verlosung machen. Also ich denke, ich habe genug vorgelegt. Es kann jetzt keiner erwarten, dass ich jetzt auch noch aus meiner Tasche die ganzen Versandkosten stemme. Also wie gesagt, ab 10 Euro seid ihr mit dabei, über Moneypool dann eure Spende machen und dann wird es Ende Januar bzw. Anfang der ersten Märzwoche wird es dann die große Auslosung geben. Da wird es live eine Sendung geben, wahrscheinlich auf dem Kanal Dampfgeschichten oder auf dem Kanal Zabelon. Ich werde es noch rechtzeitig bekannt geben. Leider kann ich auf dem Kanal Dampfgeschichten im Moment nicht live senden, erst im Februar wieder, aber auf dem Kanal Zabelon. Ich denke mal, es wird auf dem Kanal Zabelon stattfinden, die große Auslosung. Aber in erster Linie, denkt bitte dran, dass euer Anteil, dass es nicht darum geht, jetzt hier Preise zu gewinnen, was abzustauben, sondern mich, meine Freunde und Mithelfern, beziehungsweise in erster Linie die Obdachlosen zu unterstützen. Und ich würde auch jeden bitten, den ich auf YouTube kenne, der mir einigermaßen wohlgesonnen ist oder auch nicht wohlgesonnen ist, der aber weiß, dass es für mich eine Herzenssache ist und dass auch jeder Euro hier ankommt. Bitte teilt dieses Video. Ihr habt, ihr haltet von mir die Erlaubnis, explizit das Video herunterzuladen, auf eurem Kanal hochzuladen. Verlinkt bitte gleichzeitig auf dieses Preise. Video, wo ich die Preise vorstelle. Das Video geht 2 Stunden lang, aber man muss sich das nicht angucken. Darunter gibt es eine Liste im Word-Format, die man sich herunterladen kann, wo alle Preise aufgelistet sind. Also wenn ich die Muße hat, brauche halt nur in diese Wordliste gucken. Und wer mag, guckt sich halt dieses Video an. Ja, also wer mich unterstützen will, nicht nur in Form einer Spende, sondern teilt, liked, shared, ladet hoch und runter dieses Video.
damit wir auch 2018, 2019 wieder eine ganze Menge Geld zusammenbekommen und so wie im letzten Jahr und vielleicht noch ein bisschen besser, vielleicht noch ein bisschen länger die Obdachlosen hier in Berlin unterstützen können. Ja, dann komme ich auch schon zum Schluss, bedanke mich ganz herzlich schon mal im Voraus bei euch, bei jedem Spender, bei jedem Unterstützer und ich hoffe, es wird wieder eine große Sache und wir können die Obdachlosen wieder ein wenig unterstützen. Danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.